Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Stahlblogger-Podcast mit Ihrem Gastgeber Man with Steel. Hier dreht sich alles um die Branchen und Werkstoffe, die unsere Welt maßgeblich prägen und formen. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stahlblogger-Podcast für die Metall- und Stahlverarbeitende Industrie. Und jetzt, heute, habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich einen Landsmann, Maximilian Schäfz. Schön, dass du bei uns bist. Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ist mein erster Podcast, also insofern bin ich ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich, dass wir darüber reden können, was uns eigentlich am meisten am Herzen liegt. Ja, super. Max, du bist ja Head of Value Added Services Europe bei ThyssenKrupp Material Services. Ich würde dich bitten, vielleicht könntest du gleich selbst dich ein bisschen vorstellen und auf dein interessantes Aufgabengebiet eingehen. Gerne, mache ich sehr gerne. Also ich komme aus Wien ursprünglich, bin 56 Jahre alt, wohne jetzt schon seit über 20 Jahren in Deutschland, habe eigentlich einen Logistik-Hintergrund, also komme aus der Logistik, aber da nicht aus dieser technischen Logistik, sondern eher aus der Logistik, die sich mit Services auseinandersetzt. Also als Dienstleister, als Fulfillment für den Vertrieb. Ja? Ich sage immer, der Vertrieb verspricht was, was die Logistik nachher halten muss. Und da ist es ganz gut, wenn man sich vorher abstimmt, dann ist es auch einfacher, das, was man versprochen hat, einzuhalten. Und diese Rahmenbedingungen zu setzen und zu entwickeln, das ist eigentlich meine Herzensaufgabe und schon seit mehr als 35 Jahren. Und daher kommt eigentlich auch meine ganze Tätigkeiten, die ich heute ausfülle. Das heißt, Services zu entwickeln, die unseren Kunden hilft, noch besser zu werden. Das ist meine Aufgabe. Okay. Ja, jetzt bist du ja schon einige Zeit im Ruhrgebiet, im Pott sozusagen. Mhm. Was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem Rheinländer und einem Wiener? Also jetzt müssen wir mal klarstellen, Rheinland und Ruhrpott, das ist nicht unbedingt dasselbe. Ich weiß, das gehört irgendwie schon zusammen. Aber jetzt muss ich euch aufklären. Also die es nicht wissen, ja, das Rheinland ist eben entlang des Rheins, ja, und das Ruhrgebiet ist so quasi quer dazu, ja, und zieht sich von, jetzt bin ich ja auch nicht von hier, aber von Duisburg bis nach Dortmund. Ja, und überbrückt nicht nur das Rheinland, sondern auch Westfalen gehört auch noch dazu. Und ich kann das nur sagen, es ist schon zwei unterschiedliche Menschenschläge sozusagen. Das Rheinland ist eher Feiern, Karneval, Köln. Sehr, bei uns würde man sagen, gemütliche Leid. Und Ruhrpott ist halt harter Arbeiter. Ja. Das ist ja kein Gegensatz. Ne? Man kann ja auch feiern, als harter Arbeiter kann man ja auch feiern, aber es ist halt schon ein anderer Menschenschlag. Im Pott kommen auch viele Nationalitäten zusammen und das prägt natürlich auch die Sprache. Ja? Also wenn du in Köln redest, ist es ganz anders, als wenn du in Dortmund redest. Da ist ein ganz anderer Dialekt. Und so ähnlich ist das natürlich auch in Österreich. Ja? Wenn man vom Vorarlberg bis nach ins Burgenland geht, sind unterschiedliche Leute, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Dialekte und auch unterschiedliche Kulturen. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, mit den unterschiedlichen Kulturen sich auseinanderzusetzen. Und es ist auch interessant, weil ich eben ja nicht nur für Deutschland zuständig bin, sondern auch für Europa. Was man da im Kleinen sieht, sieht man natürlich dann auch im Großen, also von England bis nach Spanien, von Bulgarien bis nach Belgien, ja, sind die Leute unterschiedlich, sprechen unterschiedliche Sprachen. Und sich mit diesen Kulturen auseinanderzusetzen, ist total aufregend. Und wenn man das jetzt noch weitergeht, nach USA oder nach Indien, lernt man immer wieder neue Leute kennen, immer andere Aspekte von den Menschen, was die Menschen beschäftigt, was sie bewegt. Und das aufzunehmen und in der Arbeit zu verarbeiten, das ist total herausfordernd. Aber spannend. Hört sich spannend an, auf jeden Fall. Max,
Vor ein paar Wochen habe ich ja eine LinkedIn-Umfrage gemacht und wollte mal austesten, was interessiert den Leuten am meisten, wenn sie hören, Maximilian Schäfz ist im Stahlblocker-Podcast. Das Ergebnis war sehr stark bezogen auf Supply Chain Trends, dein Startup-Vorwort Sensing und Digital Sales. Jetzt würde ich bei diesen drei Punkten gleich einmal das Feld von hinten aufrollen. Max, könntest du uns etwas über deine Erfahrungen im Bereich Digital Sales berichten? Und wie siehst du das in der, als Zukunftsperspektive? Ja. Also ich bin ja schon ein bisschen älter. Ne? Also ich habe noch mit Schnurtelefon telefoniert. Ja? Und ich weiß auch noch, was ein Faxgerät ist. Für mich war das damals so, die Umstellung von Telex auf Fax, ja, war schon jetzt eine jetzt Revolution. Jetzt bin ich auch alt, weil ich kenne das auch schon. Ja, siehste. aber ich glaube, es ist einfach eine Entwicklung. Ja? Ja. Und aber was ich mit dem Rückblick auf die Historie eigentlich sagen wollte, ist, dass wir uns schon wahnsinnig oft in unserem Leben verändert haben. Jetzt können wir sagen, angepasst, ja, das hat der eine oder andere vielleicht ein Problem damit, aber eigentlich haben wir uns ja schon wahnsinnig verändert. Ne? Wenn wir jung waren, hat man einen Brief verschickt. Ne? Also erstens mal hat man den geschrieben, dann hat man den verschickt. Ja? Dann hat man gewartet, bis der angekommen ist. Dann hat der andere geantwortet und hat ihn wieder zurückgeschickt. Da waren 14 Tage. Okay. Ja? Heute, 2 Minuten, wäre ich schon nervös, wenn ich keine Antwort auf meine E-Mail bekomme oder auf mein LinkedIn Nachricht. Ja? Und das verändert sich einfach wahnsinnig schnell. Die Dynamik. Ja? Die Dynamik. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Aber das können wir, ja? Weil wir es schon in der Vergangenheit oft gemacht haben. Ja. Ja? Und deswegen, glaube ich, ist so das Erste, keine Angst haben, sondern die Chancen eher zu sehen als die Nachteile. Ja? Und die Chancen sind einfach gigantisch. Ja? Wenn man sieht, wie man durch digitale Verkaufsmethoden eben viel schneller an die Leute drankommt, vielleicht viel schneller den richtigen Ansprechperson findet im Unternehmen. Ja? Ich meine, wir beide wissen das. Früher hat man die Klappe durchgewählt, ja, die Durchwahl. Hat sich durchverbinden lassen, bei der Rezeption angerufen und wurde dann 5-mal verbunden. Ja. Das sind alles Themen, die heute einfach wegfallen. Würde kein Mensch mehr auf die Idee kommen, das so zu machen. Ja. Das geht auch gar nicht mehr. Also müssen wir uns diesen Trends nicht anpassen, sondern eigentlich mit diesen Trends lernen zu arbeiten. Und die Chancen sind gigantisch. Weil wir eben viel schneller an die Leute rankommen, wir können viel schneller die richtigen Themen ansprechen. Aber diese Schnelligkeit ist natürlich schon ein Thema. Ne? Also da muss man dann schon auch mitkommen mit dieser Geschwindigkeit und auch lernen, mit Ablehnung umzugehen. Ne? Also wenn man dann nicht akzeptiert wird als Kontakt, ne? Dann ist das nicht so unbedingt nett. Ne? Die andere Alternative, aber man kann ja das, was man sich in der Vergangenheit erarbeitet hat, ja umlegen. Ne? Also, dass man eben persönliche Ansprache, dass man sich Mühe gibt, dass man nicht einfach Massenmails rausschickt oder Massenkontakte rausschickt, sondern sich eben genau hinsetzt, ja? So wie wir es auch früher gemacht haben, und sich überlegt, okay, was schreibe ich jetzt in den Brief rein? Ja? Viel mehr sich vorher zu überlegen, was man denn da reinschreiben möchte, das dem anderen auch wirklich interessiert. Ja? Und das zu entwickeln, von anderen zu übernehmen, gute Ideen, die einem selber gefallen, zu übernehmen und dann seinem Publikum, seinen Kunden, seinen potenziellen Kunden mitzuteilen, ist einfach eine gigantische Chance. Ja? Die wir jetzt auch nutzen, auch auf LinkedIn, so wie ich. Du hast mich ein bisschen verfolgt, bist auch ein bisschen ein Gönner von mir gewesen von Anfang an. Schönen Dank auf jeden Fall. Max, kommen wir gleich zum nächsten Thema. Mich würde nämlich interessieren, was dich dazu inspiriert hat, so leidenschaftliche Verbindungen zum Thema Lieferketten zu entwickeln. Ja, das ist ja nicht gerade, wo ein jeder
in die Luft springt und sagt. Ja, warum eigentlich nicht? Also ich verstehe das ja nicht. Ne? Aber wahrscheinlich ist das immer so, wenn man sich für was begeistert, Leute, die sich für Eisenbahn begeistern oder sowas oder, keine Ahnung, Kinderspielzeug oder so, verstehen ja auch nicht, warum sich das nicht die ganze Welt dafür begeistert. Ja. Aber ich kann natürlich erzählen, woher das kommt. Also was mich immer fasziniert hat, war, wie kriegen wir es hin, dass wir das, was die Leute brauchen, effizienter und schneller und zielgerichteter zu den Leuten kommt. Und das war eigentlich schon immer so von Anfang an. Also wie, wo stehen die Leger? Wie ist das im Regal? Wo steht die, also ich komme ja eigentlich ursprünglich aus dem Einzelhandel, wo ja dann das Thema ist, wo steht das im Regal, wie kommt das ins Regal, wie wird das vorher verpackt, wie ist die Überverpackung und all diese Themen, ja. Also In-Store-Logistik, dafür gibt es auch einen Fachausdruck, wie das funktioniert. Ja? Und dann natürlich die nächsten Schritte, wie kommt das auf die Palette, wie fährt der LKW, in welchem Lager liegt der Artikel, wie wird das kommissioniert. Das hat mich immer wahnsinnig fasziniert, ja? Und ist bis zum heutigen Tag so. Und ich werde da auch nicht, insofern ist es eine tolle Leidenschaft, ja, weil es nie zu Ende ist. Also man kann immer besser werden, man kann immer schneller werden, man kann immer mehr vorausschauen. Ja. Man kann immer mehr die Effizienz steigern. Ja. Und nicht nur die Effizienz steigern, sondern es gibt ja die andere Seite, den Service erhöhen. Ja, dass man eben seine Kunden glücklicher macht, zufriedener macht. Ja. Überrascht, ja? dass man etwas entwickelt, womit der Kunde nicht gerechnet hat und wo er einfach positiv überrascht ist. Und das fällt ja dann letztendlich auf meine Marke, auf meine Firma zurück. Ja? Und daran müssen wir arbeiten. Also auf der einen Seite dieses Thema Effizienzsteigerung und auf der anderen Seite das Thema Leistungsversprechen nach vorne, ja. die Begeisterung des Kunden. Da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Du bist ja Gründer des Supply Chain Startups namens Forward Sensing. Worum geht es da genau? Also Gründer ist ein bisschen, aber lassen wir mal so stehen. Ja? Okay. Ist ja schmeichelhaft. worum geht es bei Forward Sensing? Also ich habe ja schon erzählt, mehrmals jetzt 35 Jahre Erfahrung und eines der Themen, die immer und immer und immer wieder kommen, sind dieses Thema Forecasts. Ja? Und das Thema des Forecasts ist ja eigentlich nicht, dass der Forecast so schlecht ist oder so gut ist, sondern das Thema ist eigentlich, wie viel Aufwand, wie viel Ärger, wie viel Abstimmung es immer braucht, so einen Forecast zu erstellen und dann auch die nötigen Aktionen daraus abzuleiten. Und die Erfahrung, ich glaube, jeder, der schon mal einen Forecast gemacht hat oder mit einem Forecast gearbeitet hat, weiß, dass man eigentlich immer zu spät ist. Ne? Also in dem Moment, wo man einen Forecast kriegt, ist er eigentlich schon veraltet. Ja? Das heißt, wenn man dann anfängt, den umzusetzen, ja, ist man eigentlich schon wieder zu spät. Ja? Das ist wie Hase und Igel, du bist immer schon zu spät, weil die Realität frisst dich immer auf. Ja? Und jetzt geht Forward Sensing eben den Schritt, dass wir sagen, wir wollen keine Forecasts mehr machen, sondern wir wollen mit den tatsächlichen Bedarfen, die in der Kette schon da sind. Und das heißt, Lieblingsbeispiel, Auto hat eine Lieferzeit von 6 Monaten, 8 Monaten, 12 Monate. Ja? Das heißt, wenn du deinen, was immer du dir konfigurierst, ja, eigentlich bestellst, ja, dann weiß man ja eigentlich schon 6 bis 8 Monate im Vorhinein, dass dieses Auto gebaut wird. Insofern kann ich doch dieses Auto, was das Auto braucht, 4 Räder, Dach, Navi, keine Ahnung, Getriebe, Motor und so weiter, ja, kann ich das doch schon alles, die ganzen Komponenten, die Bestellung für diese ganzen Komponenten schon in die Supply Chain schicken. Ja. Ja? Und wenn ich das tue, dann weiß eigentlich jeder in der Kette, und die kann 7 Stufen haben, 8 Stufen haben, 12 Stufen haben, ja, dass genau dein Auto gebaut wird und kann sich eigentlich darauf vorbereiten. Und diese Information, die gibt es heute nicht. Und die wollen wir durch Forward Sensing
erzeugen in der gesamten Kette. Und das hat zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, dass jeder in der Kette sieht, dass dein Auto produziert wird und sich darauf vorbereitet. Und auf der anderen Seite, wenn das dann, also wenn die Teile geliefert werden, gefertigt werden, ja, dass jeder weiß, okay, das Teil ist schon gefertigt, das nächste Teil ist gefertigt, die nächste Stufe ist erreicht. Ja. Das heißt, wenn irgendwo was passiert in dieser ganzen Kette, kann man da Vorsorge treffen, damit man das rechtzeitig weiß. Und es geht eigentlich nicht darum, schneller zu werden, sondern eigentlich genauer zu werden. Also genauer zu wissen, wann was kommt. Ja? Das ist die Grundidee von Forward Sensing. Und dass die Leute weniger sich mit Forecasts beschäftigen, sondern sich damit beschäftigen, die richtigen Maßnahmen zu machen. Also zu sehen, was kommt in der Zukunft, dafür Vorsorge zu treffen, Schichten umzulegen, Maschinen umzubauen, irgendwie anders die Fertigungsprogramme anders umzustellen, ja? Ja. LKWs zu disponieren, ja? Weil wenn ich weiß, wann das kommt, dann kann ich schon mehr oder weniger den LKW vorher bestellen, ja? Und mir überlegen, wohin der fahren muss. Das heißt, jeder in der Kette wird dadurch entspannter, ja? Also in diesem Stress, diesen negativen Stress, dass man zu spät ist oder dass man nicht weiß, wie man das jetzt auf die Reihe bekommt. Aber der Anspannungsgrad der Zuverlässigkeit, der erhöht sich natürlich. Weil meine Erwartungshaltung ist, wenn ich dir 6 Monate vorher sage, dass du liefern sollst, dass du dann auch in 6 Monaten verdammt nochmal lieferst. Ja? Ja. Also insofern hast du nicht ein laues Leben, ja? Sondern du musst dann auch liefern, du musst dann auch performen. Ja? Und das ist genau das, was wir eigentlich hinbekommen wollen. Wir wollen diese Transparenz schaffen, dass Leistung sich eigentlich lohnt, ja? Und nicht Firefighting. Mhm. Ja? Wer reagiert am schnellsten, wer kann irgendwo in die Bresche springen? Und ich glaube, dass viele Leute, also definitiv die Mehrheit, in Unternehmen eigentlich genau an ihrer Leistungsfähigkeit arbeiten wollen und nicht an ihrem Emergency Troubleshooting oder Firefighting, wie man das nennen möchte. Ja? Und das Ganze ist eine Software, die das abbildet? Ja. Also was wir nehmen ist, die Kunden schicken, das ist das Entscheidende auch, wir arbeiten nicht mit Stammdaten, sondern wir arbeiten mit Transaktionsdaten. Also Daten, die eigentlich in jedem Unternehmen vorhanden sein müssen, weil wenn ich keine Bestellungen habe, dann kriege ich keine Ware. Ne? Also ich kann keine Rechnung bezahlen ohne meine Bestellung. Und ich kriege auch auf der anderen Seite kein Geld herein, wenn ich keine Aufträge schreibe. Ja. Ja? Also die Daten sind eigentlich in jedem Unternehmen hoffentlich, ja, vorhanden. Ja? Und die ziehen wir ab und konvertieren die in Informationen. Warum? Weil wir eben nicht diese Transparenz, also dieses nackig ausziehen. Ja? Wir ziehen im Prinzip eine Hülle ab. Ja? Wir geben die Information, dass wir A, den Auftrag erhalten haben und dass wir darauf reagiert haben. Und auf der anderen Seite geben wir die Information weiter, dass wir an dem Auftrag arbeiten und dass der rechtzeitig, also pünktlich, unser Unternehmen verlassen hat. Ja? Und das sollte eigentlich ja schon reichen, damit alle in der Kette wissen, was gespielt wird. Ja, spannendes Thema. Max, was ist deine Erfahrung? Wie hat sich die Wahrnehmung der Verwundbarkeit von Lieferketten aufgrund der zum Beispiel Covid-19-Pandemie oder der aktuellen Konflikte, die es generell gibt, verändert? Ja. Also ich glaube, dass es sich verändert hat, darüber braucht man nicht diskutieren. Ne? Also das ist ja schon mal, Thumbs up. Ja? Ich glaube, es sind 2 Aspekte und die spielen natürlich genau in dieses Thema Forward Sensing und warum Forecasts nicht mehr funktionieren in der Zukunft hinein. Der erste Fakt ist, dass wir Ereignisse haben, die nicht vorhersehbar sind. Ja? Das heißt, wir müssen in der Situation reagieren. Ja? Das heißt, kein Forecast kann mir solche, wie es immer in der Fachliteratur, Black Swans, ja, Ereignisse abdecken.
Ja? So, das ist das Erste. Und das Zweite ist, und ich glaube, das ist noch viel zu wenig im Bewusstsein, dass wir Stapelkrisen haben. Das heißt, dass die eine Krise die nächste schon wieder überlagert und ich eigentlich gar nicht mehr weiß, ja, woher jetzt meine Absätze so in die Höhe gehen oder so weit runterbrechen. Ich weiß es einfach nicht mehr, ja, weil mein Partner darauf so und so reagiert hat. Der eine ist auf Risiko gegangen, der andere ist auf Sicherheit gegangen. Ne? Also du wirst das ja selber aus dem Alltag kennen. Ne? Die einen haben darauf reagiert und gesagt, ich lege mir jetzt einen Jahresbedarf hin. Ne? Und die anderen haben gesagt, ne, weiß ich nicht, ich reagiere, ich fahre einfach auf Sicht. Ja? Ja. Und wenn man die jetzt zusammenlegt, ja, dann weiß ich nicht, wann dem sein Jahresbedarf jetzt aufgebraucht ist. Weiß ich heute nicht. Und dann kommt der plötzlich, ja, der hat ein Jahr lang Flatline gehabt, ja, also quasi Koma, ja, und plötzlich kommt er wieder bei mir als Stahlhändler jetzt, ne, auf den Tisch und will jetzt plötzlich wieder sein Material haben. Wie soll ich das in meine Kundenplanung oder was auch immer aufnehmen? Ja? Also, das heißt und eigentlich aus aktuellen Konflikten heraus, die eigentlich jetzt, wie wir gesagt haben, ja, ja, bestehen, ist es eigentlich unumgänglich, dass man sich mit deinem Startup Forward Sensing eigentlich beschäftigt. Da führt kein Weg vorbei, sozusagen. Ich würde mal sagen, ja, aber wir ruhen uns nicht auf dieser Kenntnis auf. Also es wäre natürlich schön, ja, wenn es so wäre. Aber oft ist ja von der Einsicht, ja, bis zur Umsetzung ja ein langer Weg. Ne? Wir wollen alle, glaube ich, abnehmen oder mehr Sport machen. Ja? Ja. Nur weil die Erkenntnis da ist, nehmen wir noch nicht ab und machen nicht mehr Sport. Ja? Also insofern gibt es da noch großen Nachholbedarf. Ja? Aber wir glauben halt, dass wir darauf genau die richtige Antwort haben. Und Max, kannst du uns vielleicht auch ein bisschen verbildlichen, warum die Resilienz der Lieferkette heute wichtiger ist als die reine Kostenreduktion? Ja, das ist ja ein sehr interessantes Thema, weil es da auch immer um unser Lieblingsthema geht, der Netzwerke. Mhm. Ja? Also die Frage ist ja immer, ne, Resilienz kann ich nur im Netzwerk herstellen. Ne? Weil wenn nur ich resilient bin, aber meine Lieferanten und meine Kunden nicht, dann bringt mir das gar nichts. Ne? Weil wenn meine Lieferanten nicht resilient sind, dann kann ich irgendwann einmal ist auch der Jahresvorrat weg. Ja? Ja. Und wenn meine Kunden nicht resilient sind, dann kriege ich keine Einnahmen mehr. Also insofern alleine kann ich dieses Problem nicht lösen. Ja? Und insofern muss man sich jetzt natürlich überlegen, und das kommt wieder das, was ich schon vor 35 Jahren mir überlegt habe, ne, dass wir sagen, wir müssen eigentlich die gesamte Lieferkette betrachten. Ja? Und da müssen wir einfach wissen, wo die Bestände sind. Ja? Also wenn wir immer über Stahl reden, ne, dann müssen wir wissen, ne, liegen die im Werk, liegen die bei uns im Lager, liegen die beim Kunden im Lager, liegen die beim Kunden vom Kunden im Lager, ja. Also wir müssen einfach diese Transparenz, diese Übersicht haben, um zu sagen, wir haben es überall ein bisschen liegen oder alles auf einem Ort. Ja? Aber auch dann müssen wir wissen, wo es liegt, damit wir es haben, wenn wir es brauchen. Ne? Und das ist genau dieses Thema, ist nicht diese Kostenreduktion bei mir, also im einzelnen Silo, ja? Und dann gebe ich es einfach ab an jemanden anderen, ja, und der hat dann die höheren Kosten, ja, dann habe ich ja nichts gewonnen, weil irgendwann einmal wird das bei mir wieder aufschlagen. Ja. Also müssen wir uns über die gesamte Supply Chain, also über die ganze Lieferkette, überlegen, wo wir die Kosten verteilen. Und da gilt dann natürlich immer das Thema, der es am effizientesten macht, ja, der die besten Anlagen hat oder die effizientesten Anlagen, der sollte es eigentlich machen. Ne? Der das beste Equipment hat, die besten Leute, damit meine ich gar nicht nur immer Regale oder was auch immer, sondern natürlich auch Leute. Ne? So. Und der sollte das dann machen und der sollte das übernehmen. Und da braucht man natürlich dann auch ein Vertrauen, ja,
dass der das dann auch macht oder die natürlich. Und das führt dann zu dieser Resilienz. Ne? Also es ist eigentlich nicht Kosten oder Resilienz, sondern es geht immer darum, beides zu verbinden und beides zu beurteilen, weil ich kann das, nicht, das eine von dem anderen nicht trennen. Okay. Max, was ist denn deiner Meinung nach die aktuellen Supply Chain Trends? Wo geht da die Reise hin? Ich glaube, dass es sehr stark darum geht, eben resiliente Lieferketten zu bauen. Und resiliente Lieferketten haben nicht nur diese Komponente, dass sie eben auch wieder ersetzbar sind. Also, dass man nicht mehr alles an einem Ort baut oder lagert oder herstellt, ja, sondern eben verteilt. Das war einfach dieser Trend aus Effizienzgründen. Ne? Ein Produkt, eine Fabrik auf der ganzen Welt stellt einen Artikel her und verteilt das dann in die ganze Welt. Ja? Und ich glaube, dass wir da weg müssen, ne? Um diese Produktion und diese Supply Chains einfach weltweit besser zu verteilen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir werden ganz klar in dieses Thema Transparenz gehen, also Digitalisierung der gesamten Lieferkette. Mhm. Ja. Das ist ein Trend, der wird nicht mehr weggehen. Ja. Insofern ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich auch hier wieder ganz nach vorne zu positionieren, um einfach von diesem Trend, so wie beim Digital Sales, ja, einfach von diesem Trend zu partizipieren. Ja. Weil die Leute, die da am Anfang da mitmachen, die werden auch davon profitieren am Ende des Tages. Da bin ich so felsenfest überzeugt. Der dritte Punkt ist natürlich People. Ja? Ja. Ich glaube, das ist ein sehr unterschätztes Thema. Ja? Wir fokussieren uns immer auf die technische Lösung. Wie können wir das Rad noch weiter drehen und noch weiter drehen und noch weiter drehen? Aber ohne Menschen wird das alles irgendwie nutzlos. Ja? Wer soll denn die tollen Tools, die wir entwickeln, bedienen und mit denen arbeiten? Also insofern bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir Leute brauchen, die motiviert sind, ja, die auch brennen für das Thema Supply Chain, ja, die daran mitarbeiten wollen, die Zukunft gestalten wollen. Und wir müssen denen natürlich die Möglichkeit geben, das auch zu tun. Ja. Ja. Und ich glaube, in diesem Dreiklang wird sich die Zukunft gestalten. Und wer da mitarbeitet und sich da jetzt schon darauf vorbereitet, der wird sicher nicht zu den Verlierern zählen. Ja? Gewinner ist, glaube ich, ein bisschen zu mutig, ja? Ja. Weil viele Leute sich auf den Weg machen werden, aber es wird definitiv nicht so sein, dass man damit verliert. Ja? Ja, lieber Max, als Wiener hast du ja sicherlich deine eigenen Erfahrungen schon gemacht mit dem berühmten Wiener Schmäh. Kannst du uns vielleicht sogar eine lustige Anekdote mal sagen, wo es dir vielleicht auch geschäftlich geholfen hat? Oder Wiener Ausdrücke? Also das müssen eigentlich andere beurteilen. Ja. Deine Kollegen für mich ist das ja, ich sage jetzt mal, nicht Gott gegeben, sondern Natur gegeben. Also von meinen Eltern und von meinem sozialen Umfeld aufgezogen. Also, aber man merkt natürlich schon, würde ich jetzt behaupten, aber das, vielleicht kriegen wir da auch Zuschriften und Hinweise, dass das nicht so ist, dass wenn man freundlich auf die anderen Menschen zugeht, ja, und offen auf die anderen Menschen zugeht, jetzt ist das nicht speziell für den Wiener, ja, also nicht speziell, aber ich glaube schon, dass man einfach versucht, in verschiedenen Wegen, auf verschiedenen Wegen und nicht nur auf einen Weg auf Probleme heranzugehen, also Probleme anzugreifen und auf Probleme zuzugehen. Und ob das jetzt der Wiener Schmäh ist oder nicht, ich finde es natürlich lustig, wenn wir untereinander reden, ja? Mhm. Weil natürlich auch die Sprache weicher ist, ja? Geschmeidiger ist, ja? Als vielleicht hamburgerisch. Ja? Mhm.
Und das macht es natürlich schon im Kontakt einfacher. Ja? Bilde ich mir ein, ich weiß es nicht, mich würde natürlich interessieren, was die Hörer und vor allen Dingen Hörerinnen dazu denken. Ja, also Zuschriften sind erwünscht. Ja, wir sind eigentlich schon beim Schluss. Danke für das Gespräch, war super. Wenn jetzt irgendwer Interesse hat an Vorwärts Sensing, der darf sich bei dir melden. Sehr gerne. Also jeder, der Passion hat für Lieferketten und natürlich auch der unter diesen Disruptions leidet, ja, und darauf eine kreative, zukunftsgerichtete Antwort haben möchte, kann sich gerne bei mir oder bei uns melden. Es gibt eine Homepage, forwardsensing.com, die kann man besuchen. Da kann man sich auch einen Eindruck verschaffen, wie das genau funktionieren soll. Man muss sich registrieren, wenn man sich den Mockup runterlädt. Aber sonst, wir werden sie nicht voll spammen. Ja? Also wir versuchen da sehr zielgerichtet auf die Kunden zuzugehen. Sehr gut. Ja? Du weißt, bei uns im Stahlblocker-Podcast gibt es auch 3 witzige Fragen, um den Gast besser kennenzulernen. Bist du bereit, Max? Hier habe ich eine Entweder-Oder-Frage. Kann ich Nein sagen? Du kannst auch Nein sagen. In Bezug auf Würstchen, Max, was würdest du denn sagen? Wiener oder Frankfurter? Ich würde sagen beides, weil die Wiener heißen ja in Wien Frankfurter und überall anders in der Welt Wiener. Und ich habe die Geschichte gehört. Kennst du die Geschichte? Welche? Warum das so ist? Nein. Also ich weiß auch nicht, also ich bin ja kein Historiker, aber ich habe die Geschichte gehört, dass es ein Wiener war, der die in Frankfurt erfunden hat. Okay. Und deswegen war er für die Frankfurter der Wiener und für die Wiener war er der Frankfurter, weil es aus Frankfurt gekommen ist. Ja? Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber sie klingt total plausibel. Ja, absolut. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, in einem Buch oder in einem Film zu leben. Zu leben. Zu leben. Was würdest du da nehmen? Welches oder muss ich mich... In welchem? Oh mein Gott, das ist aber eine harte Frage erst. Ja, ich habe auch gehört, du liebst Serien. Stimmt das? Naja, also... Von einem Kollegen. Von einem Kollegen, ja. Also, finde ich schwierig. Das ist eine total schwere Frage. Also man muss ja da eine schnelle Antwort geben. Die schnellen Antworten sind immer die besten. Aber ich glaube, ich würde irgendwas mit Josef Hader machen, glaube ich. Weil faszinierende Person und den verstehe ich auch. Als Österreicher versteht man ihn, als Deutscher wahrscheinlich nicht. Das jetzt werden manche. Der hat auch sehr viel Erfolg in Deutschland, also überraschenderweise. Aber irgendwas mit Josef Hader, glaube ich. Okay. Was würdest du eher besuchen, den Wiener Opernball in Österreich oder das Oktoberfest in Bayern? Also ich war schon auf beiden. Ich würde es niemandem empfehlen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, ja, dann glaube ich, würde ich schon auf den Opernball gehen. Aber nur auf Einladung, bitte. Ja. Also das ist ein teures Vergnügen. Ne? Es ist ein sehr, sehr teures Vergnügen. Vielleicht sehen wir dich dann im Fernsehen. Neben ja, das glaube ich, der kann sich mich nicht leisten. Dafür bin ich zu teuer, dass ich mit Lugner zum Opernball gehe. Ja, schönen Dank, Max. War wirklich lustig und spannend, mal dich so persönlich auch zu hören und zu sehen über deinen Geschäftsbereich. Es war sehr informativ. Danke. Also ich möchte mich auch recht herzlich erst einmal für die Einladung nochmal bedanken und es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Gerne. Und also können wir öfter machen. Gerne. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Also ich bin beeindruckt, dass das gehört wird. Vielen Dank. Danke. Und ja, liebe Stahlblocker-Podcast-Freunde, bleibt dran, den Stahlblocker-Podcast abonnieren. Es kommen weitere Gäste, interessante Themen. Bis zum nächsten Mal. Euer Man with Steel.
A Man with Steel.